Am Morgen sah es noch gar nicht schlecht aus auf dem Zürcher Flughafen. Die Swissair-Flüge wurden abgefertigt und gingen auch in die Luft. Einzig die Flüge nach Brüssel wurden annulliert. Die Maschinen blieben in Zürich, weil Swissair befürchtete, dass sie in Brüssel beschlagnahmt werden könnten. Als Gegenmaßnahme, weil Swissair ihre Zahlungen an Sabena eingestellt hat. Hoffnung gab es am Morgen auch noch beim Flugpersonal. Die Gewerkschaft präsentierte an einer Pressekonferenz ihre Forderungen an die Banken, nachdem diese das Heft an sich gerissen hatten. Streiken wolle man nicht. Der Flugbetrieb müsse aufrechterhalten werden, heißt es. Ansonsten droht der Flughafen Zürich-Kloten, so wie er sich hier draußen präsentiert, noch zur Investitionsruine zu werden. Noch am Vormittag kommt eine erste Hiobsbotschaft aus London. In Heathrow werden zwei Swissair-Maschinen von den Behörden blockiert, weil Landetaxen nicht bezahlt seien. Swissair schuldet dem Londoner Flughafen angeblich etwa 700.000 Franken. Erst am Nachmittag kann eine der beiden Maschinen dann wieder starten. In Zürich hingegen geht seit der Mittagszeit praktisch nichts mehr. Auf der Anzeigetafel dominiert die Farbe Gelb, verspätet. Doch niemand weiß, ob die Verspätung nur Stunden dauert oder ob die Flüge gar nicht mehr starten werden. Die Verwirrung bei den Passagieren ist groß, doch die meisten haben Verständnis. Wir werden wahrscheinlich zu spät ankommen. Wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Wir werden absagen, weil wir können nicht mehr auf Paris-Termine stören, die wir hatten, geschäftlich. Dann müssen wir weiter schauen, wie es geht, ja. Ich habe eingecheckt, das Gepäck ist bereits unterwegs. Mein Mann hat morgens früh schon die Koffer gebracht und wir warten jetzt geduldig. Stehende Swissair-Maschinen in Kloten. Langsam wird klar, warum sie nicht abfliegen. Sie kriegen kein Flugbenzin mehr, wie der Vertreter einer Liefergesellschaft bestätigt. Gegen 11 Uhr mussten wir dann die Lieferungen ebenfalls einstellen, weil das Geld nicht gekommen ist. Das bisher war es nicht möglich, das Geld von den Banken zu erhalten. Und wir haben dann auch als letzte Mineralgesellschaft die Belieferung an BP, an Swissair eingestellt. Weshalb hat Swissair kein Geld gezahlt? Liegt es an den Banken? Ich muss stark davon ausgehen, weil sie haben gekämpft wie die Löwen, bildlich zu sprechen, heute um dieses Geld zu kriegen, das sie eigentlich vereinbart hat, mit uns zu bezahlen. Und in der Zwischenzeile kam immer wieder raus, dass die Banken eigentlich nicht mehr zu dem stehen, was sie mal versprochen haben. Währenddessen warten die Fluggäste. Sie wissen nicht, wie es weitergeht, denn über Lautsprecher werden einfach nur Verspätungen ausgerufen. 62 nach Bukarest, Swissair 234 nach Linz. Und auch das Personal, das zudem Angst hat um den Arbeitsplatz, weiß selber nicht weiter. Abwarten. Wir können im Moment nicht mehr machen, abwarten, ja. Es sieht nicht schlecht aus, also wir machen keine anderen Informationen im Moment, als einfach warten. Wir können nichts anderes machen, ja. Per Fax trifft um 15.45 Uhr bei den Medien eine Pressemitteilung ein. Die Swissair stelle den Flugbetrieb sofort ein, heißt es darin. Wann er wieder aufgenommen werden könne, sei offen. Und damit sind weit mehr als die gestern kommunizierten 2650 Arbeitsplätze gefährdet. Auf dem Flughafen warten derweil weiterhin die Passagiere. Das anfängliche Verständnis hat längst in Ärger und Wut umgeschlagen. Ich finde es unverantwortlich, dass man die Leute so einfach stehen lässt. Das geht nun mal nicht. Das ist mit einer Bananenrepublik. Wir mussten 7 Stunden lang im Flugzeug warten. Haben Sie so etwas schon gehört? Ich nicht. Bis 15:45 dauerte die Qual für die Passagiere. Dann endlich wurde der Verzicht auf alle Flüge am Flughafen über Lautsprecher verkündet. Aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen. Dies betrifft nicht die Swissair-Flüge mit 3000er Flugnummern, die durch Crossair ausgeführt werden. Deshalb ist es uns nicht möglich, irgendwelche Kompensationen auszuzahlen, welche direkt durch diese Situation entstanden sind. Tausende hatten schon eingecheckt und danach in den Transithallen ausgeharrt. Am späten Nachmittag endlich konnten sie den Flughafen verlassen. Die Swissair-Flotte am Boden. Eine Katastrophe nicht nur für Swissair-Passagiere in Zürich, sondern mehr noch für Leute im Ausland, die heute heimfliegen wollten. Und eine Katastrophe auch für das Personal. Viele Leute, die bisher stolz waren auf ihren Arbeitgeber, gingen heute traurig nach Hause.